Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute leckere Burgerbrötchen. Dafür haben wir folgende Zutaten. Wir haben hier einmal Mehl, Buttermilch, einen halben Würfel Hefe und Salz. Diesmal starten wir direkt am Herd, weil die Buttermilch muss lauwarm sein. Dafür gebe ich die in einen Topf. Schalte den an. Dann geben wir die Hefe schon mal mit dazu. Und jetzt lösen wir die darin auf. Wichtig ist, dass die Buttermilch auch wirklich nur lauwarm wird, weil sonst geht uns die Hefe kaputt. Und das wollen wir auf keinen Fall. So, die Buttermilch ist jetzt lauwarm und die Hefe hat sich aufgelöst. Jetzt geben wir das in eine Schüssel. So, jetzt geben wir nach und nach das Mehl dazu. Dafür habe ich hier noch ein Sieb drüber gestellt. Dann kann das nämlich leichter aufgenommen werden. Einmal durchschütteln. Und das verkneten wir schon mal. Das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal. Und jetzt wieder verkneten. So, ich habe das Ganze jetzt noch zweimal wiederholt. Jetzt ist auch der Rest vom Mehl eingearbeitet. Und jetzt verrühren wir das 2-3 Minuten, damit daraus ein richtig schöner Teig entsteht. So, jetzt habe ich hier eine bemehlte Arbeitsfläche. Da gebe ich den Teig nochmal drauf. Und dann kneten wir den jetzt nochmal 2 Minuten mit der Hand durch. So, das ist jetzt alles schön verknetet. Fühlt sich auch richtig toll an, richtig schön geschmeidig. Jetzt geben wir den in eine Schüssel und dann lassen wir den an einen warmen Ort noch ein bisschen gehen. So, wie man sehen kann, ist der Teig richtig schön aufgegangen. Den geben wir jetzt wieder auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Ein bisschen Mehl rüber, damit er nicht so kleben bleibt. Und jetzt kneten wir den nochmal richtig kräftig durch. Und diesmal werden wir beim Durchkneten das Salz mit einarbeiten. Und wie gesagt, immer wenn es ein bisschen klebrig wird, noch ein bisschen Mehl drüber geben. So, und wenn wir den wieder kräftig durchgeknetet haben, teilen wir den jetzt in 8 gleich große Stücke. Dafür halbiere ich den erstmal und biege das dann ab. Du kannst auch Pi mal Daumen machen, aber ich möchte diesmal ein bisschen genauer arbeiten und biege das deswegen ab. Genau, ein bisschen noch dazu. Nachwiegen.
das nochmal halbieren. Bis wir halt eben 8 kleine Stücke haben. So, 8 Stücke haben wir. Daraus machen wir jetzt schöne Kugeln. Dafür wie ein Schneeball immer drehen, bis man eine schöne Kugel hat, wo nicht so viele Kerben drin sind. Und da kommen sie jetzt drauf. Wenn man die jetzt mit Sesam haben möchte, dann könnte man die jetzt einmal in einen Teller mit Sesam tunken. Aber wir wollen die ohne haben diesmal. Darum machen wir das nicht. So, die verteilen wir jetzt hier auf dem Blech und dann lassen wir die nochmal gehen. Haben wir jetzt auf 220 Grad vorgeheizt und beim Vorheizen habe ich auch noch eine kleine Schüssel mit Wasser in den Ofen reingestellt. So, jetzt mittlere Schiene und jetzt werden die etwa 13 Minuten gebacken. So, nach etwa 10 Minuten, bei mir hat es jetzt genau 12 gedauert, sind die Brötchen jetzt da fertig. Jetzt nochmal kurz abkühlen lassen und dann kann man sich daraus leckere Hamburger machen. Dann sage ich schon mal guten Appetit! Thank you.